ganz still und genau hinhörte, hörte man es dann? Das Geflüster der Bänke. Denn die Schermbecker Werbegemeinschaft organisierte am vergangenen Wochenende eine erneute Ausgabe der Aktion Bankgeflüster. Geschäftsleute konnten vor ihren Geschäften beispielsweise einen kleinen Vorgarten mit Bank kreieren. Nach der erfolgreichen Serie der vergangenen Jahre haben die Veranstalter noch eine Schippe draufgelegt. Das Wetter spielte mit, die Schermbecker Mittelstraße war proppenvoll und eine Art von guter Laune und Lust lag in der Luft. Für den Veranstalter auf jeden Fall ein Grund, zufrieden zu sein. Erstmal freuen wir uns, dass das Bankgeflüster in diesem großen Rahmen stattfindet. Wir haben zum ersten Mal einen Partner mit dazu genommen, den Marlo Zurhausen, der mit Wochenendmärkten, mit Kunstmärkten unterwegs ist hier in der Region. Und da freuen wir uns sehr, dass das funktioniert hat, denn damit haben wir einfach den Ort deutlich voller. Wir haben viel, viel mehr Stände als in den Vorjahren. Und diese Abwechslung, immer mal wieder eine kleine Bank, einen kleinen Garten, den man sich anschauen kann, der Schermbecker-Unternehmer. Und daneben dann sehr, sehr schöne handwerkliche, kunsthandwerkliche Stände. Ich glaube, die Kombination ist eine gute. Und natürlich haben wir heute wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Ich sehe 22 Grad, die Sonne scheint, die Menschen haben Spaß, hier hinzukommen. Das ist schon klasse. Wir wollten es genau wissen. Kreativmarkt. Was konnte man da entdecken? Eine bunte Mischung, also wirklich von kreativen Produkten. Ich hab Bilder gesehen, ich habe besonders hochwertige Küchenutensilien gesehen. Ich habe aber auch Holzspielzeug gesehen für Kinder. Wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite. Ich glaube, da ist für jeden was dabei, ja. Das Konzept ging auf. Viele der Bänke waren mit Liebe zum Detail dekoriert worden und das hat bestimmt einige Zeit in Anspruch genommen. Neben dem Schermbecker Bankgeflüster fand ebenfalls eine erneute Ausgabe vom Schermbecker Beach statt. Der Rathausplatz hat sich in eine schöne Strandlandschaft verwandelt. Wer brauchte Urlaub, wenn in Schermbeck der Beach direkt vor der Haustür liegt? Herrliches Wetter. Gut gelaunte Menschen, Musik, Bummeln, offene Geschäfte und gute Gespräche waren nur ein kleiner Teil des vergangenen Sonntags. Zum Abschluss des Beitrags gibt es noch eine Ankündigung, die Sie nicht verpassen sollten. Ja, das Schermbecker Bankgeflüster und in diesem Jahr Bankgeflüster und Kreativmarkt findet immer an einem festen Termin statt. Wir sind immer an dem Muttertagswochenende unterwegs. Und wenn Sie jetzt hier waren und sagen, boah, das hat mir gut gefallen, das ist schön in Schermbeck, dann dürfen Sie sich auch schon freuen aufs nächste Jahr. 2025 wird es dann auch am 10. und 11. Mai sein.